Hallo und herzlich willkommen auf der Aero 2019 in Friedrichshafen. Und zwar interessiere ich mich dieses Mal insbesondere für die E-Flight-Exposition. Das ist ja ein Thema, was ziemlich stark im Kommen ist. Und zwar ist auch in diesem Jahr diese E-Flight-Expo wieder in Zusammenarbeit mit der Flying Pages GmbH organisiert worden. Ist also ein wichtiger Bestandteil der Aero. Und wie in anderen Branchen auch, gewinnt die Elektromobilität in der Fliegerei langsam, aber stetig an Bedeutung. I steht hierbei für die Schlagwörter Ecological, Electrical, Evolutionary im Sinne einer ökologisch vertretbaren, auf Fortschritt beruhenden Fliegerei. Mit der E-Flight Expo startete Aero Friedrichshafen im Jahr 2009 die weltweit erste Ausstellung für elektrisches Fliegen. Es ist also dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum und die Sonderschau legt ihren Fokus auf die Themen Innovation, Personalbeschaffung und soziale Akzeptanz. Die Ausstellung ging 2009 als einzige Messe für E-Flight an den Start und die Idee, Flugzeug elektrisch anzutreiben, wirkte damals futuristisch und eigentlich fast schon ein bisschen verrückt. Inzwischen nutzen wir mit großer Selbstverständlichkeit Smartphones, 4G- und 5G-Netze, Drohnen sowie elektrisch angetriebene und autonom fahrende Autos. Die neuen Herausforderungen, wie etwa Luftverschmutzung, die auch mit dem Klimawandel einhergehen, erfordern jedoch weltweit neue Lösungen. So hat der Denkwandel von Markt und Gesellschaft in den letzten Jahren endlich dazu geführt, dass sich die E-Fliegerei vom Unmöglichen zum Unvermeidlichen gewandelt hat. Ein sicherer Indikator für diesen Trend ist auch das stetige Wachstum der E-Flight Expo. Mit der weltweit ersten E-Flight Show hat die Aero 2017 Maßstäbe gesetzt. Die 10. Auflage der E-Flight Expo bietet jetzt eine gute Gelegenheit, die Erfolge der Branche innerhalb der letzten Dekade zu feiern und sich neue große Ziele für die Zukunft zu setzen.